Speed Learning, die Erfolgstechniken für dich und dein Leben. Hallo, ihr Speedlearner da draußen. Heute ist der sechste Tag der Französisch-Lernzeit bei mir. Ich habe schon erklärt in den letzten Podcast-Folgen, wieso ich gerade jetzt im Moment mein Französisch etwas intensiver kultiviere und es funktioniert wirklich fantastisch. Letztes Mal, also gestern, habe ich von den französischen Redewendungen erzählt und ich möchte euch einfach mal so ein paar Beispiele bringen von Redewendungen, die ich gefunden habe. Und bei allem, was ihr tut, wenn ihr eine Fremdsprache schnell auf ein gutes Niveau bringen wollt, ist es wichtig, dass ihr wirklich Spaß habt mit der Sprache, Spaß beim Lernen. Also sucht euch wirklich Inhalte raus, auf die ihr auch wirklich Lust habt. Es bringt nichts, wenn ihr zu Hause zum Beispiel Albert Camus oder Molière liegen habt und es euch schwerfällt und vielleicht das auch gar nicht mehr die Sprechart ist, die man heutzutage auf der Straße oder auch im Business verwendet. Schaut euch dann lieber Wikipedia-Einträge an zu Themen, die euch interessieren. Ganz egal, was es ist. Schaut euch die Website der Olympischen Spiele in Paris an oder ja, holt euch die Zeitschrift Ecoute. Das ist eine Zeitschrift, die es an jedem Bahnhofskiosk gibt. Und dort sind auch ein paar Grammatiktricks und Tipps noch dabei, Anregungen, Vokabular, das ins Deutsche mit übersetzt wird. Also gibt viele, viele gute Möglichkeiten. Okay, kommen wir ein bisschen zu den Redewendungen. Und zwar à la guerre, comme à la guerre. Im Krieg wie im Krieg. Bedeutet so viel wie, man passt sich den Umständen an. Oder der hier ist auch schön. Aide-toi, le ciel t'aidera. Hilf dir selbst und der Himmel wird dir helfen. Ist auch sehr gut geeignet, um zum Beispiel die Zukunftsform zu trainieren. Ja? Oder die Aufforderung, die Befehlsform, den Imperativ. Aide-toi. Hilf dir selbst. Aide-toi. Kommt, steigt so eine Frau mit einem schweren Koffer aus dem Zug raus und möchte, dass man ihr hilft. Und du denkst dir so, naja, wenn du so einen schweren Koffer packen kannst, dann guck auch, dass du diesen schweren Koffer packst, wenn du aus dem Zug raussteigst. Ne? Wer schwere Koffer packen kann, muss auch schwere Koffer tragen können. Also, aide-toi, Madame, aide-toi. Oder aidez-vous, helfen Sie sich selbst. Oder je t'aidera, ich werde dir helfen. Appelez un chat un chat. Appelez un chat un chat. Ruf eine Katze eine Katze. Also nenn eine Katze eine Katze. Das Kind beim Namen nennen. Sozusagen nicht um den heißen Brei herumreden. Avoir un chat de la gorge. Eine Katze im Hals haben. Offensichtlich nehmen die Franzosen den Hals immer etwas voller als die Deutschen, denn die Deutschen haben nur einen Frosch im Hals. Die Franzosen eine Katze. Avoir un chat de la gorge. Oh, j'ai un chat de la gorge. Avoir une faim de loup. Einen Wolfshunger haben. Da wiederum haben die Franzosen offensichtlich kleinere Portionen als die Deutschen, denn die Deutschen haben einen Bärenhunger. Ce bonnet blanc est bonnet. Non, ce bonnet blanc est blanc bonnet. Es ist ein weißer Hut und ein weiter Hut. Ce bonnet blanc est blanc bonnet. Es ist ein weißer Hut und ein weiter Hut. Gehüpft wie gesprungen. Naja, das verwende ich im Deutschen eigentlich auch nicht so oft. C'est la vie. So ist das Leben. Das kennen wir im Deutschen auch. C'est un secret de Polichinelle. C'est un secret de Polichinelle. Es ist das Geheimnis vom Hampelmann. Auf Deutsch die Spatzen pfeifen es vom Dach. Also sozusagen, das weiß doch schon jeder. Ce n'est que partie remise. Ce n'est que partie remise. Das ist nur teilweise verschoben. Im Deutschen sagen wir, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Dann haben wir hier den Artisan. Chacun est l'artisan de sa fortune. Chacun
L'artisan de sa fortune. Das ist ein Satz, den kann man überall verwenden. Jeder ist der Architekt seines Glücks. Was so ein bisschen falsch übersetzt ist. L'artisan de sa fortune bedeutet eigentlich eher, jeder ist der Künstler seines Glücks. Und wir sagen, jeder ist seines Glückes Schmied. Und nachdem wir das Hufeisen als Symbol für Glück haben, im Deutsch passt das auch gut. Chapeau heißt einfach nur Hut. Wir sagen Hut ab. Chaque chose en son temps. Alles zu seiner Zeit. Jede Sache zu seiner Zeit. Zu ihrer Zeit. Alles zu seiner Zeit. Donner, donnant. Donnant, donnant. Geben, geben. Donnant, donnant. Geben, geben. Eine Hand wäscht die andere. Gut, was haben wir noch? Faire son beurre. Mach deine eigene Butter. Faire son beurre. Fait ta beurre. Mach deine Butter. Bring deine Schäfchen ins Trockene. Garde quelque chose pour la bonne bouche. Garde quelque chose pour la bonne bouche. Halte etwas für den guten Mund. Also quasi das Beste bis zum Schluss aufheben. Garde la pêche. Fischen Sie weiter. Garde la pêche. Also beobachte weiterhin die Fische. Haltung bewahren. Il faut souffrir pour être belle. Wer schön sein will, muss leiden. Il faut souffrir pour être belle. Alors, il faut souffrir pour être belle, non? Tu le connais, naturellement. Jamais 203. Jamais 203. Niemals 2 ohne 3. Also, alle guten Dinge sind 3. Alors, jamais 203, messieurs. La première chose, la deuxième, la troisième, jamais 203. Genau. Ja, prima. Gut, was haben wir noch? Ah, das ist auch schön. La parole est d'argent, le silence est d'or. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Man kann auch sagen, Schweigen ist Reden, Silber ist Gold, aber das hat nicht so viel Sinn. Was haben wir? Ah, les mensonges ne mènent pas loin. Die Lügen gehen nicht weit. Les mensonges ne mènent pas loin. Lügen haben kurze Beine. Manche Lügen haben gar keine Beine. Die laufen dann gar nicht weg. Gut, machen wir noch 3 Stück. Das ist auch typisch französisch. Quand le vin est tiré, il faut le boire. Quand le vin est tiré, il faut le boire. Wenn der Wein geöffnet ist, muss er getrunken werden. Das passt hier nach Rheinhessen. Da werden nie irgendwelche angebrochenen oder unvollendeten Projekte unvollendet gelassen. Wer A sagt, muss auch B sagen. Quand le vin est tiré, il faut le boire. Tel arbre, tel fruit. Wie der Baum, wie eine Frucht. Also, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Tête-à-tête. Man hat ein Tête-à-tête. Kopf an Kopf. Also, unter 4 Augen unterhalten. Und das Letzte. Il n'est pire que celle qui dort. Il n'est pire que celle qui dort. Nichts ist schlimmer als schlafendes Wasser. Also, stille Wasser sind tief. Großartig. Also, egal welche Sprache ihr jetzt lernen wollt als nächstes, das Erste, was ich euch empfehle, ist, meldet euch mal für dieses Webinar, das es jetzt immer mittwochs gibt, zum Thema Fremdsprachenlernen in 100 Stunden. Meldet euch einfach an, dann bekommt ihr das E-Book dazu und auch den Videokurs, den einstündigen zum Fremdsprachenlernen in 100 Stunden. Und in dem Webinar stelle ich die Techniken nochmal im Detail vor, anhand der Sprachen, die ihr auch gerne lernen wollt. Das heißt, gebt einfach an, welche Sprache euch interessiert, und an dem Webinar bekommt ihr dann zu eurem aktuellen Lernstand entsprechend Tipps. Link zum Webinar verlinke ich in den Shownotes, und ansonsten sorgt einfach dafür, dass ihr Spaß habt beim Lernen, denn es ist einfach, ja, Lernen ohne Spaß ist wie, keine Ahnung was, wie eine
Ein Fisch ohne Fahrrad oder ein Kamel ohne Zebrastreifen oder es ist auf jeden Fall weniger lustig. Ja, man muss sich dann anders motivieren. Deswegen Spaß beim Lernen, dann lernt sich's auch besser. In diesem Sinne, habt eine gute Zeit und morgen kommt der letzte Teil dieser Serie zum schnelleren Lernen von Fremdsprachen und dann bin ich auch schon unterwegs nach Luxemburg. Bis dahin, gute Zeit und bis morgen. Das war eine neue Folge der Podcast-Reihe Speed Learning, die Erfolgstechniken für dich und dein Leben. Und wenn du auch Teil der großen Speed Learning Community werden möchtest, dann gehe jetzt auf unsere Website speedlearning.school, registriere dich und werde Speed Learner.